Ein interessanteres Spiel hätten wir uns heute gar nicht wünschen können. Das Spiel hier könnte ein echtes Highlight werden. Wir zeigen es Ihnen live aus dem Philips-Stadion, also bleiben Sie dran. Liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Philips-Stadion. Wolf Fuß und der Kollege von Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und man spürt natürlich überall die Vorfreude, die Erwartungshaltung. Endlich geht die Saison los. PSV Eindhoven gegen Vitesse Arnhem. Es soll wieder eine erfolgreiche Saison werden. Gerade haben sie ja den Titel geholt, aber damit sind sie natürlich noch lange nicht zufrieden. Sag ganz klar, der nächste Titel soll her. Das ist eine sehr ambitionierte Mannschaft. Und ich muss schon sagen, das kann klappen, wenn ich mir den Kader anschaue. Mauro Junior. Da sehen wir De Jong. Luc De Jong. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Nicht drin. Abseits. Wir sehen es. Der hätte ohnehin nicht gezählt. Tja, das war eine schwache Szene. Das müssen wir genauso hart ansprechen. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Chance zur Führung. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Viel Einsatz, Szene geht weiter. Erstmal hier der Ballverlust. Energischer Angriff jetzt, sie suchen die entscheidende Lücke. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Er pfeift ab und es geht abseits. Ob er da recht hatte? Mauro Junior. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Und jetzt haben sie den Ball. Mauro Junior. Luc De Jong. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Jetzt ist er vorbei. Ganz stark gemacht, das gibt uns die Gelegenheit. Da ist das Tor. Da werden sie für ihre extrem defensive Ausrichtung bestraft. Und genau da war eben die Lücke. Und das ist immer das Risiko, wenn du dem Gegner komplett die Initiative überlässt. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sehr gut. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Ja.
Luc de Jong. Schöner Pass da. Er zieht ab. Tor für Eindhoven. Da schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Es ist Pause im Philips Stadium. So, Durchgang 2 im Philipsstadion. Weiter geht's. Luc de Jong. Da lässt er den Gegner aussteigen. Und dann ist der Ball doch weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Spekulation, ob er bleibt oder nicht, die sind beendet. Er hat sich entschieden, er wird den Verein wechseln und sich einer neuen Aufgabe stellen. Die Fans freuen sich natürlich, sie bekommen einen Topmann. Und allzu tief musste der Verein ja noch nicht mal in die Taschen greifen. Das ist erstaunlich. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Sie greifen an. Da erobert er den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Sie machen zu, machen das gut. Der Angriff wird unterbunden. Gutes Technik. Luc de Jong. Da sehen wir de Jong. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Und jetzt der Schuss. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Sie gehen hier dem Sieg entgegen. Nächstes Tor, Führung damit auf 3 Tore erhöht. Kurze Distanz, da steht der Ball richtig und das ist der Treffer. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Mitchell Dykes. Schön diesen Pass abgefangen. Gutierrez. Vena. Jetzt vielleicht. Lässt sich nicht wehren, sofort abgetaucht, macht er gut. Und jetzt wollen sie wechseln. Die Ecke kommt rein. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Ja, ein guter Steilpass hier. Stark gemacht.
Regulär sind es noch 7 Minuten. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. So, was machen Sie draus? Da geht er dazwischen. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. 1 Minute gibt es noch oben drauf. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier am Ende also den Sieg in der Liga. Im Philippstadion regnet es leider. Fußballfreunde, damit herzlich willkommen zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf. Er schießt. Ja, den hält er. Richtig gefährlich. Bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen.
tolles Zuspiel. Läuft gut jetzt. Gute Chance. Er macht das Tor. Und damit sind sie nun mit 2 in vorne. Gespielt. Gut verteidigt, die Hereingabe abgeblockt. Nicht ungefähr, steil machen. Gutes Tackling hier. Das macht er sehr gut. Drei Minuten sind es noch. Gutierrez. Bruma. Da ist die Chance. Noch ein Tor. Sie erhöhen weiter auf diesen Vorsprung. Den werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Sie holen den Dreier, knüpfen damit an die Leistungen vom letzten Spieltag an. 2 Spiele, 6 Punkte. Was willst du denn mehr? So kann es für die Mannschaft natürlich.
So, jetzt kommen wir hier also zum Finale, zum Höhepunkt dieses Wettbewerbs. Juventus gegen PSV Eindhoven. Wolf Fuß und Frank Buschmann melden sich heute von einer ganz besonderen Partie, von einem Fußball-Leckerbissen. Endspiel um den UEFA-Superpokal. Da weiß jeder Fußballfan, was Sache ist. Da weiß jeder, das sind die aktuell besten Teams in ganz Europa. Besser geht es nicht. Das wird hochklassig, das wird dramatisch und gleich kann es hier losgehen. Juventus gegen PSV Eindhoven. Finale um den UEFA-Superpokal, das Duell der Titelgewinner, das Duell der Übermannschaften. Jetzt können sie sozusagen noch die Krönung einer fantastischen Saison einfahren, können sich direkt den nächsten Titel holen. Beiden wär's zu gönnen. Durchgang 1, es geht los. Hier im Finale um den UEFA-Superpokal. So wird Juventus in dieses Spiel gehen. Wojciech Szczęsny auf der Torwartposition. Adrien Rabiot steht mit Paul Pogba im Zentrum. Und vorne soll es bei Ihnen am heutigen Tage ein einzelner Stürmer richten. Luc de Jong. Und der Ballverlust. Paul Pogba. Die Balleroberung. Das Pressing ist da. Luc de Jong. Lassen Sie den Ball gut laufen. Chance zur Führung. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Kurze Distanz, da steht der Ball richtig und das ist der Ball. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Luc de Jong. Den hat er förmlich geahnt. Rabiot. Dennis Zakaria. Federico Chiesa. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Ist gefährlich. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke kommt in die Mitte. Der Ball hätte. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Dennis Zakaria. Pogba mit dem super Zuspiel. Super gemacht vom Torwart. Ecke kommt in den 16er. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Max. De Jong ist das.
Luc de Jong. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich zur Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Pogba. Chiesa. Pogba am Ball. Er fängt diesen Ball ab. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Ballverlust Juventus. Das könnte vielleicht was werden. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Finale im UEFA Superpokal. Wir gehen rein in den zweiten Spielabschnitt. Was gibt er hier? Wechsel bei Juventus. Super Freistoß, aber kein Tor. Ah, schade, der wäre fast drin gewesen. Platz auf dem Flügel. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Mauro Junior. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird. Dann wird es eng. Jetzt. Aber dann ist der Ball doch weg, war nicht entschlossen genug. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Rabiot. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Wir halten aber den Ball weiter im Spiel. Er hat diese gute Parade, aber der Ball, ja, bleibt bei ihnen. Und dann ist die Lücke am Ende doch da. Wir schauen uns die Wiederholung an. Da hat die erste Chance noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Weg. Lauvić.
Gutierrez. Mauro Junior. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Gutierrez. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Er ist frei, da kann was drauf werden. Die Riesenaktion von Chesney. Eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Jetzt gibt es Verlängerung. Nach der regulären Spielzeit haben wir noch keinen Sieger. Jetzt müssen Sie die Müdigkeit noch mal verdrängen. Die erste Hälfte der Verlängerung läuft. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Juventus in der Vorwärtsbewegung. Den Ball hat die Abwehr. Sie müssen aufpassen. Da wäre Platz auf außen. Könnte die Führung werden. Starke Parade. Chesney mit der tollen Aktion. Da schießt er. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Jetzt wechseln sie hier aus. Philipp Kostic. Am Ball Kyle Walker. Chance zur Führung. Die erste Hälfte dieser Verlängerung ist damit beendet. Und jetzt sind es noch 15 Minuten in dieser Verlängerung. Ja, setzt sich schön durch. Da ist die Chance. Tor für Pesel. Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Der Angriff nochmal von Juventus. Sie wollen den späten Ausgleich. 8 Minuten haben sie hier noch Zeit in der Verlängerung. Walker. Ja, wird hier gut unterstützt. Ist natürlich mutig, jetzt von da zu versuchen. Das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr raus machen.
Die Endphase der Verlängerung ist angebrochen. Jetzt sind es noch 3 Minuten hier. Vorne jetzt die Balleroberung. Guter Steilpass hier. Spielt den Ball. Da zieht er ab. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, Schlusspfiff in diesem Spiel. Es sollte der perfekte Start in die Saison werden und das ist auch gelungen. Der Jubel ist riesengroß. Ich glaube, das ist ein echtes Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. Und das verspricht natürlich eine Menge für diese neue Saison. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Trophäe. Und klar, es ist jetzt nicht die wichtigste Trophäe, aber auch die nimmt jeder gerne mit. Ja, absolut, Wolf. Und du siehst ja die Freude. Ist einfach eine Bestätigung für die wirklich gute Arbeit. Und die Vorbereitung ist immer hart. Da wird viel Konditionstraining gebolzt. Das Schlauch, das ist der verdiente Lohn für diese harte Arbeit. Und macht sich natürlich auch gut im Vereinsmuseum. Ja, da muss auch keiner irgendetwas anderes erzählen. Das sieht super aus. Das ist schlicht und ergreifend ein Titel, an den man sich später gerne erinnern wird. Da ist egal, ob das Vorbereitung war, Vorbereitung hin oder her. Zeit für das Mannschaftsbild, Buschi. Alle stellen sich auf. Es ist schon ein Bild für die Ewigkeit. Ist einfach klasse, was die hier für einen Kader zusammengestellt haben. Hast du nicht oft so eine Harmonie schon zu früh?